Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Wie Solidarität mit der Ukraine und ihrem Befreiungskrieg aussieht, ob Verhandlungen mit Putin eine Lösung sein können und wie die Ukraine durchhalten kann, debattieren in dieser Sendung der österreichische Schriftsteller Josef Haslinger, die ukrainische Schriftstellerin Mariana Gaponenko und die Journalistin Susanne Scholl. Ich habe diese Debatte auf der Wiener Buchmesse Buch Wien geleitet und sie wurde teilweise kontroversieller, als ich das erwartet habe. Die Buchmesse findet im Wiener Messegelände statt. Da gibt es auf mehreren Bühnen gleichzeitig Veranstaltungen. Direkt neben unserer Ukraine-Debatte fand ein Slam-Poetry-Meeting statt, das manchmal im Hintergrund auch zu hören war, nur damit Sie sich nicht wundern. Doch hören Sie sich die Debatte der Schriftsteller zur Ukraine mit durchaus unterschiedlichen Blickwinkeln an. Die prägende Katastrophe unserer Zeit mit Zerstörungen, wie wir uns das nicht hätten vorstellen können, in der Ukraine mit Millionen Flüchtlingen und einem russischen Nachbarn, der sich verhärtet und der wahrscheinlich über viele Jahre eine Art Feind sein wird. Im Osten, die Welt ist anders, die Weltordnung verändert sich. Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Raimund Löw. Und ich darf heute durch diese Diskussion führen. Ich darf Ihnen Mariana Gaponenko vorstellen. Hallo. Grüß Gott. Frau Gaponenko ist Schriftstellerin, Autorin von Gedichten und Romanen in Odessa geboren, schreibt auf Deutsch. Das letzte Rennen und der Dorfgescheite, das waren zuletzt die von Ihnen veröffentlichten Bücher. Ich freue mich sehr, dass Josef Haslinger gekommen ist. Hallo. Guten Abend. Josef Haslinger hat gerade sein letztes Buch, Mein Fall, im Theaterwerk X in Meidling ist es auf die Bühne gebracht worden über sexuellen Missbrauch im Internet des Stifts Zwettl. Er war Präsident des BEN-Zentrums Deutschland bis vor kurzem, hat den die NGO SOS Mitmensch mitbegründet vor einiger Zeit. Und ich freue mich, dass Susanne Scholl gekommen ist. Hallo. Hallo, guten Abend. Journalistin, langjährige Auslandskorrespondentin für den ORF in Moskau, in Deutschland. Wir waren im gleichen Team der Auslandskorrespondenten im ORF. Autorin zahlreicher Sachbücher und auch Romane, der jüngste Roman Omas Bankraub, eben herausgekommen. Schäme dich, Europa, war das jüngste Sachbuch mit Wortmeldungen von Susanne Scholl für die Verteidigung der Ukraine gegen Putin-Versteher, auch in der Diskussion in Österreich und in Europa. Wo stehen wir jetzt, 9 Monate nach dem russischen Angriff gegen die Ukraine, der nicht nur die geopolitischen Verhältnisse verändert hat in Europa, sondern auch zu einer ziemlich intensiven Diskussion geführt hat in Deutschland, in Österreich, wie Solidarität mit der Ukraine aussehen soll, ob sie überhaupt gerechtfertigt ist, ob es richtig ist, dass westliche Staaten Waffen zur Verteidigung an die Ukraine liefern, ob Waffen vielleicht den Krieg nur verlängern. Diese Debatte gibt es seit vielen Monaten. Wir wollen ein bisschen versuchen zu klären, wo wir jetzt stehen. Ein paar große Dinge sind klar. Der russische Überfall hat die Ukraine nicht niedergeworfen. Die Ukrainer wehren sich und sie werden militärisch ausgerüstet durch die USA, durch die Europäer. Der russische Krieg richtet verheerende Zerstörungen an, ganz besonders auch gegen die Infrastruktur. Millionen gehen in einen Winter, in dem es vielleicht keinen Strom geben wird, kein warmes Wasser geben wird, keine Heizung geben wird. Alles mit dem Ziel, den Widerstandswillen der Ukrainer
zu zerstören. Und in Russland herrscht eine Art interner Kriegszustand. Ganz große Teile der eigenen Bevölkerung zögern mitzumachen oder wollen gar nicht mitmachen, andere doch. Einige sind bereit, ins Gefängnis zu gehen, um gegen diesen Krieg zu protestieren. Aber es gibt eine dauernde Kriegspropaganda gegen den Westen, die doch auch funktioniert. Und im Westen, in Europa, auch in den USA, da hält im Augenblick die Solidarität mit der Ukraine, trotz mancher Diskussionen. Es gibt finanzielle Unterstützung, es gibt humanitäre Unterstützung für die vielen Flüchtlinge in vielen europäischen Staaten, nicht nur in Österreich, Polen, Tschechien. Gegen die Flüchtlinge gibt es weniger Misstrauen als gegen die Syrer, die Iraker, die Afghanen. Aber es ist doch die Sorge da, dass diese Solidarität bröckeln könnte, wenn die Folgen des Krieges in diesem Winter auch bei uns zu spüren sein werden. Frau Gaponenko, wie erleben Sie die gegenwärtige Kriegssituation in der Ukraine? Also für meine Heimat hat sich nichts geändert, trotz allem. Also es geht jetzt darum, die Russen von unserem Territorium zu vertreiben, inklusive Krim. Und das sind die Aufgaben. Der Winter wird hart, sehr hart. Meines Erachtens handelt es sich jetzt um einen Versuch, uns auf die Art und Weise zu brechen, indem Russlands Regierung meine Landsleute frieren lässt. Das ist alles ein Teil des Kalküls. Es handelt sich diesmal nicht um ein Holodomor, sondern um ein Holodomor, das heißt Holod, das heißt Kälte auf Ukrainisch. Und Holod, das ist Hunger. Also das war die Hungerkatastrophe, die von Stalin in den 30er Jahren ausgelöst wurde. Künstlich herbeigeführt, das ist jetzt diesmal auch künstlich herbeigeführt, ohne Strom zu sitzen und zu erfrieren, ist Völkermord. Russland verdient diese Bezeichnung tatsächlich. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde Russland als terroristischen Staat einstufen, nicht als Förderer des Terrorismus, sondern einfach als Terroristenstaat. Odessa, die Stadt, in der Sie Ihre Kindheit verbracht haben, ist in der Kriegssituation ganz, ganz wichtig, weil lange Zeit die Sorge war, dass es einen russischen Angriff auf Odessa geben könnte. Was wissen Sie von der Stimmung in Odessa im Augenblick? Und ist diese Angst zurückgegangen, weil ja die Ukrainer in der Front im Süden Fortschritte gemacht haben und eine große Stadt am Dnieper von den Russen verlassen werden musste. Wie ist die Stimmung in Odessa? Die Stadt ist voller Flüchtlinge. Es war jetzt bis vor kurzem relativ warm und man hat dieses Meer, einfach man hat das Gefühl für Weite, für so das Meer ist tröstlich und öffnet einem das Herz trotz Krieg. Und ich glaube, die meisten haben davon profitiert, dass es warm war und das Meer einfach zum Baden da war. Und es war, glaube ich, für die meisten eine relativ sichere Zeit. Jetzt kommt der Winter und heute wurde Odessa auch schwer getroffen. Und meine Familie sitzt immer noch ohne Strom und ohne Wasser, ohne Mobilnetz. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber wir hatten gestern telefoniert und es ging ihnen gut. Aber ja, ich wusste, dieser Tag würde eines Tages kommen. Aber wir werden diese Zeit mit Würde durchstehen und es bleibt uns nichts anderes übrig. Wie ist konkret der Alltag der Menschen in Odessa? Es hat lange Zeit, es waren sogar auch die Schulen geschlossen, es waren die meisten Geschäfte geschlossen. Hat sich das geändert? Sind die Schulen offen jetzt zum Beispiel? Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich glaube, die Schulen sind geschlossen. Das ist mein Gefühl. Ich müsste mich erkundigen. Auf jeden Fall wird Wasser gehortet, es werden Lebensmittel gehortet. Die Menschen bereiten sich auf einen harten Winter vor. Es ist einfach abzusehen, was uns blüht, was der Stadt blüht, was der Ukraine blüht. Es wird
Also wahrscheinlich stehen wir an der Grenze zu einer humanitären Katastrophe und es werden viele Menschen die Ukraine verlassen, noch mehr Flüchtlinge. Es wird ein furchtbarer Winter, ein sehr, sehr schwerer Winter, nicht? Es wird ein zerstörerischer, beispielloser Winter werden und Russland muss dafür verantwortlich gemacht werden, was bei uns verbrochen wird durch diese Regierung. Es würden viele Menschen einfach an banalen Krankheiten sterben, an Grippe oder weil sie nicht versorgt werden. Und das ist alles Völkermord. Ich kann Ihnen noch keine Zahlen nennen, aber wir werden am Ende des Winters sehen, was alles geschehen sein wird. Auf der anderen Seite Russland, Susanne Scholl, das Land, das du gut kennst, viele Bücher darüber geschrieben hast, wo es im Herbst eine Teilmobilmachung gegeben hat, die wahrscheinlich vielen Menschen in der russischen Bevölkerung das erste Mal so das Bewusstsein gebracht hat, das ist nicht nur irgendeine Spezialoperation weit weg, sondern das ist eine Kriegssituation, aber gleichzeitig das Leben funktioniert ja normal in Moskau. Also keine Schulen sind geschlossen, die Cafés sind offen. Was macht dieser Widerspruch mit der russischen Gesellschaft? Also man kann das überhaupt nicht mit der Situation in der Ukraine vergleichen. In der Ukraine geht es wirklich darum, dass ein Land von der Landkarte getilgt werden soll. Das gilt für Russland natürlich überhaupt nicht. Aber was diese Teilmobilmachung mit den Leuten gemacht hat, ist, dass sie ihnen plötzlich bewusst gemacht hat, dass es tatsächlich Krieg ist. Und wer Russland kennt, weiß, dass ein Reflex aus der Zeit des sogenannten großen Vaterländischen Krieges immer war, alles ist gut, solange es nur keinen Krieg gibt. Jetzt ist Krieg, jetzt werden die Leute als Kanonenfutter in die Ukraine geschickt, weil diese Zivilisten, die jetzt eingezogen werden bei dieser Teilmobilmachung, die haben auch keine Kampferfahrung, die wollen auch nicht kämpfen. Sie haben ja auch keinen Grund zu kämpfen. Nicht so wie die Ukrainer, die wirklich um ihr Überleben kämpfen. Es sind unglaublich viele junge Männer sind vor dem Militärdienst einfach ins Ausland geflüchtet, ins nähere Ausland. Viele sitzen in Georgien, in Moldawien, einfach in all jenen Ländern rund um Russland, wo man als Russischsprachiger noch durchkommt, weil das kommt ja auch noch dazu. Natürlich ist die Stimmung eine andere und natürlich kann man trotz aller Sanktionen in Moskau immer noch so tun, als ob nichts wäre. Man kann sich immer noch distanzieren von dem, was passiert, aber in Wirklichkeit gibt es, glaube ich, es gibt jetzt zwei Gruppen in der russischen Bevölkerung. Die einen sind voll und ganz auf der Linie des Narrativs, das der Kreml permanent verbreitet und so auch gezielt mit Berufung auf die alte Geschichte, auf den großen Vaterländischen Krieg, auf den Kampf gegen den Faschismus, das funktioniert. Und jetzt gegen den liberalen Westen, gegen die bösen USA, gegen die bösen Europäer. Wie funktioniert das? Es ist immer noch die Rede von den bösen Faschisten. Also das ist immer noch das, was funktioniert in Russland. Wenn man sagt, wir müssen gegen die Faschisten kämpfen, dann hat das eine ziemlich große Wirkung. Das bedeutet, dass der liberale Westen inzwischen halt auch als Faschisten deklariert wird. Es funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Die Leute haben früher schon, zu einer Zeit, als Russland noch nicht dieser wirklich autokratische Staat war, der also sehr gelinde ausgedrückt jetzt unter Putin ist. Es hat immer schon so funktioniert, dass man gesagt hat,
Hauptsache, ich kann mein kleines Leben so führen, wie ich will, und die da oben sollen machen, was sie wollen. Hauptsache, sie lassen mich in Ruhe. Das heißt, die Menschen in Russland haben in den letzten 30 Jahren gelernt, so zu tun, als ob sie in einem anderen Land leben als die Führung und als die politische Elite. Das funktioniert jetzt natürlich immer schlechter, weil die Sanktionen spürbar sind, der Wirtschaft es unglaublich schlecht geht, was ja mit ein Grund für diesen Krieg ist in Wirklichkeit, und die Menschen plötzlich durch die Teilmobilmachung direkt betroffen sind. Josef Haslinger, angesichts dieses Panoramas, dieses traurigen Panoramas, wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass die Solidarität mit der Ukraine anhält, die sich schon als das vorherrschende Motiv, als die vorherrschende Triebkraft der Politik in Europa bis jetzt durchgesetzt hat? Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Die Solidarität mit der Ukraine, wenn die bröckelt, dann können wir einpacken. Ja? Die Frage ist, wie diese Solidarität sich ausdrückt. Was hier passiert ist, ist eine Aufkündigung der Nachkriegsordnung. Hier wird ein Land überfallen und alle anderen sollen da irgendwie mitmachen. Ja, das geht nicht. Also hier ist etwas passiert, was einfach nicht sein darf. Es wirkt so, als wäre gleichsam die Nachkriegsordnung rückgängig gemacht und es gibt einen neuen Ost-West-Konflikt, wobei der Osten halt nicht mehr Sowjetunion heißt, sondern Russland, und der Westen ist der Westen, ja, so. Und der wird kriegerisch ausgetragen. Die Frage ist ja, wie reagieren wir darauf? Was ist sozusagen, was können wir anbieten? Was ist unsere Möglichkeit? Und ich würde sagen, man kann einen solchen bewaffneten Konflikt und die Frage, wie man damit umgehen soll, nur beantworten, wenn man darüber nachdenkt, was danach sein soll. Was soll danach kommen? Also man muss einen solchen Krieg von seinem Ende her denken, wenn man darin in irgendeiner Weise agiert. Und das ist meines Erachtens nach zu wenig der Fall. Wir haben ja zu Beginn in den ersten Kriegsmonaten in Europa eine große Diskussion gehabt, vor allem in Deutschland. Offene Briefe an den Kanzler Scholz, bestimmte Waffen nicht zu liefern oder gar keine Waffen zu liefern. Wenn man jetzt sich ansieht, was sich seither abgespielt hat, muss man nicht sagen, Gott sei Dank hat der Olaf Scholz nicht gehört auf manche Briefschreiber und hat doch das an Waffen geliefert, was nötig war, damit die Ukraine standhalten kann und jetzt auch in Kherson soweit im Süden ein wichtiges Gebiet zurückgewinnen konnte. Ja, Kherson ist ein Gebiet, das erobert wurde und das zurückgewonnen wurde. Das stimmt. Also insofern gibt es Erfolge in der Zurückdrängung, unbedingt Erfolge in der Zurückdrängung dieser russischen Armee. Und die Diskussion, ob man Waffen liefern soll oder nicht liefern soll, war nicht meine Debatte. Ja, es gab ja mehrere Briefe und der erste Brief von Intellektuellen, deutschen Intellektuellen, die von Michael Lingens unter Anführungszeichen gesetzt werden, wie seinerzeit die DDR, ja, deutsche Intellektuelle, weil sie dagegen waren, Waffen zu liefern. Der bezog sich tatsächlich auf Waffenlieferungen. Aber diesen Brief das war nicht der Brief, mit dem ich zu tun hatte. Ich habe einen Brief unterzeichnet, in dem es um Friedensverhandlungen geht. Und zu diesem Brief stehe ich nach wie vor. Ich bin nach wie vor für Friedensverhandlungen. Auch wenn das etwas ist, was ein bisschen dem Mainstream widerspricht, aber meine Vorstellung davon, wie man Konflikte löst, ist nicht die, dass man immer weiter kämpft und immer mehr Waffen liefert und immer mehr Menschen umbringt. Ich meine, ich glaube, dass diese Ansicht sich auch langsam durchsetzt. Der Mark Milley,
ein US-General und nicht irgendein US-General, sondern der Stabschef aller Generäle und damit Berater des Präsidenten, hat neulich die Ansicht vertreten oder propagiert mittlerweile eine diplomatische Lösung, weil er der Ansicht ist, dieser Krieg ist so nicht zu gewinnen. Zu gewinnen wäre er nur, wenn man ihn völlig eskaliert und einen NATO-Einsatz macht und gleichsam die NATO mit den insgesamt moderneren Waffen gegen Russland schickt. Aber das würde eine Eskalation bedeuten, die gar nichts mehr ausschließt, also die eine höchste Gefährdung der Welt wäre. Der Aufruf zu verhandeln oder die Waffen schweigen zu lassen, der muss sich ja vor allem an Putin richten, nicht? Der muss sich an Putin richten, aber interessant, aber er richtet sich an alle. Verhandeln müssen ja mehrere. Verhandeln kann nicht nur der Putin. Aber, ja, man muss mit Putin verhandeln. Ja, Moment einmal, und Putin ist doch derjenige, der in letzter Zeit ständig erzählt, er will Verhandlungen. Er wäre bereit zu Verhandlungen. Aber niemand sagt, dass alle sagen, das meint er nicht ernst. Na gut, ja. Woher will man das wissen, wenn man es nicht versucht hat? Der telefoniert alle 14 Tage mit ihm, glaube ich. Aber gut. Also bisher war er absolut nicht bereit zu verhandeln. Und seine engsten Vertrauten sagen das auch immer wieder, dass es keine Verhandlungen geben kann und dass man mit der Ukraine nicht reden kann, weil ja in Kiew angeblich ein faschistisches Regime sitzt, mit dem man nicht verhandeln kann. Also kann man Friedensverhandlungen immer nur dann führen, wenn beide Seiten bereit sind zu reden. Das ist richtig, im Moment nicht der Fall. Woher wissen Sie das? Warum sagt er das dann dauernd? In letzter Zeit hat er mehrfach gesagt. Vieles. Er sagt vieles. Sagt viel, wenn der Tag. Ja, aber da würde ich doch zunächst einmal darauf eingehen und sagen, okay, verhandeln wir, wenn er das sagt. Mit wem soll man verhandeln? Kann man nicht verhandeln, weil er der Meinung ist, dass die Ukraine kein Land ist, dass die Ukraine kein Recht auf Eigenstaatlichkeit hat. Ja, auch darüber kann man verhandeln. Wie kann man darüber verhandeln? Das selbstverständlich, man kann über alles reden. Naja, es ist doch entscheidend, dass endlich einmal die Waffen schweigen. Es ist doch entscheidend. Entschuldigen Sie, Frau Scholl, es sind ungefähr, ich rede, was ich jetzt sage an Angaben, das ist das, was der General Mark Milley, ja, der Oberstabschef der USA, gesagt hat. Es sind etwa 40.000 Zivilisten gestorben. Es sind 100.000 gefallene Soldaten. Es gibt 100.000 gefallene Soldaten. Also weder die Russen noch die Ukrainer veröffentlichen diese Zahlen, aber nach britischen und amerikanischen Geheimdienstberichten sind ungefähr 100.000 Soldaten gefallen. Wie viel sollen denn noch fallen, bevor man anfängt, miteinander zu reden? Entschuldigung, darf ich jetzt einmal auch ausreden? Ich auch die Frau Gabrielenko. Ja, ich will nur noch etwas sagen. Verhandeln kann man nur, wenn beide Seiten wirklich gewillt sind zu verhandeln. Und es geht manchmal in einem Krieg nicht darum, einen Waffenstillstand zu schließen, sondern es gibt Kriege, die man bis zum Ende auskämpfen muss. Und dieser Krieg ist leider so ein Krieg, weil Putin nie Ruhe geben wird und sein engster Kreis um ihn herum auch nicht. Wenn man einen Waffenstillstand mit der Ukraine vereinbaren kann, dann wird es gegen Georgien gehen, dann wird es gegen Moldawien gehen. Es wird immer einen Grund geben, zumal die interne Situation nicht so gut ist, um Krieg zu führen. Und mit einer Führung, die genau immer nur diese Lösung hat, kann man nicht ernsthaft verhandeln. Ob es Verhandlungen gibt oder nicht, das wird natürlich abhängen davon, wie sich welche Seite sich etwas davon erwartet. Aber ich möchte jetzt die Frau Gaponenko fragen, diese Diskussion um Verhandlungen, auch Waffenstillstand, wenn Sie das so hören, das ist eine Diskussion, die gibt es seit langem. Gibt es die auch in der Ukraine und wie ist Ihre Reaktion, wenn Sie diese Diskussionen, die wir hier gehabt haben, hören? In der Ukraine geht man nicht davon aus, dass es sich mit Terroristen verhandeln lässt. Für uns ist Russland ein Terroristenstaat und repräsentiert ein Denken, laut dem die Ukraine nicht existieren darf. Das heißt, es gibt etwas Schlimmeres als den Tod und das ist die Unfreiheit. Möchten Sie in Unfreiheit leben und sich
zu einem Terroristenstaat bekennen und sagen, ja, ich bin Russe, ich habe mich immer nicht immer russisch gefühlt. Also, mein Großvater, der verhungert ist, das war eine Bagatelle. Und Georgienkrieg war eine Bagatelle, zwei Tschetschenienkriege, das macht nichts. Lässt sich mit Terroristen verhandeln? Nein, es lässt sich nicht mit Mördern, Massenmördern nicht verhandeln. Die Ukraine wird diesen Krieg kämpfen und sie lässt sich nicht sagen, wie lange. Und erst wenn Putin bereit ist oder sein Nachfolger zu kapitulieren, so einen Vertrag zu unterzeichnen, zu sagen, die Krim gehört der Ukraine und wir räumen die Gebiete, wir schleichen uns, erst dann sind wir zufrieden. Die Ukraine ist bereit, bis zum letzten Mann zu kämpfen. Das ist wirklich wahr. Und es ist einfach zynisch, sich immer noch, ich dachte, die Debatte hätte sich eigentlich im März oder im April im Sande verlaufen lassen sollen. Aber es ist zynisch, sie sowas anzuhören, immer noch, dass wir verhandeln sollen und das wie viele Männer sollen noch sterben. Die Ukraine soll selbst entscheiden, es darf nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden werden. 44 Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen wollen sie sowas überhaupt nicht hören, die hören sie sowas nicht. Die kämpfen einfach, die sterben an der Front, sie frieren, die lassen sich zerbomben, verschütten, sie fliehen, aber sie halten zusammen und sie bleiben stark. Und sie werden mit Würde diese Zeit durchstehen und irgendwann werden Geschichtsbücher voller solche Beispiele sein, in dem diesem Land mit dieser moralischen Keule vor der Nase geschwungen wurde. Denk doch an den Frieden. Wie viele Männer sollen noch sterben? Es tut uns weh, zuzuschauen, wie er stirbt. Und uns tut es auch weh, zuzuschauen, wie wir sterben. Aber wir kämpfen um unsere Freiheit und um unsere Existenz als souveräner Staat. Das sind große Worte. Ich weiß, im Westen wird oft die Nase gerümpft. Das sind pathetische Worte, das sind große Begriffe. Aber nur für die Nationen, die ihre Nation nicht mehr nötig haben. Wir sind erst an dem Punkt angelangt, in dem wir als Nation einfach da sind. Wir erleben eine historische Zeit, in der die Ukrainer und Ukrainerinnen sich als Nation empfinden, aber als politische, tätige, denkende Bürger dieses Landes. Die Frage von Verhandlungen oder die Frage eines Waffenstillstands ist natürlich eine Frage, die der Weltdiplomatie abhängt, die davon abhängt, was der Kreml entscheidet, was in welche Richtung Putin gehen will. Aber ist das unsere Aufgabe jetzt in der Diskussion in Europa oder in Amerika, diese Idee in den Vordergrund zu stellen? Ich erinnere mich, Josef Haslinger, wir waren in der Studentenbewegung, war der wichtigste Triebkraft der Politisierung war die Solidarität mit Vietnam. Und da waren klar die Forderung an die Amerikaner, zieht euch aus Vietnam zurück, aus, Punkt, basta. Niemand wäre auf die Idee gekommen zu sagen, den Vietnamesen, bitte tut's verhandeln, wehrt euch nicht. Also meine Frage ist, wenn wir das so jetzt diskutieren, müssen wir nicht eigentlich uns die Frage stellen, an wen richten wir diese Forderung? Also die Forderung an den Kreml, an den Putin, an die russische Führung, ja, beendet diesen Krieg, das heißt, zieht euch zurück, beendet diesen Krieg und wenn der Rückzug nur halb ist oder nur viertel ist oder sonst was, dann wird es Verhandlungen geben müssen mit der Ukraine. Aber für unsere Stellung als Leute, die solidarisch sind mit dem Freiheitskampf der Ukrainer gegen diesen imperialistischen Angriff, sind wir da nicht in der gleichen Position? Sollten wir nicht die gleiche Position haben, wie wir sie damals im Vietnamkrieg gehabt haben? Die Forderung der amerikanischen Friedensbewegung war out now. Also alle Forderungen, die jetzt hier sind, die sich nicht eindeutig in Richtung Kreml-Richtung, in Richtung Moskau richten, besteht da nicht die Gefahr, dass das verstanden wird als ein Rat nach Kiew, tut es doch irgendwie an Nachgeben denken oder an Kapitulieren denken. Und das wäre uns damals in der Vietnam-Solidaritätsbewegung nie in den Kopf gekommen, oder?
Ja, das ist sogar eine gute Frage. Allerdings, der Unterschied war, wir waren Zuschauer, nicht? Wir haben ja nicht den Vietcong unterstützt. Ja, es war nicht so, dass wir... Also ja. Wir waren sehr mit dem Vietcong. Ja, es war nicht so, dass wir Waffen geliefert hätten oder Ähnliches. Ja, wir waren nicht Kriegspartei. In der Position ja. Waren wir nicht. Wir waren nicht in der Position, wenn wir können hätten. Ja. Aber die Sowjetunion hat Waffen geliefert, andere haben Waffen geliefert. Ja, also irgendwo ist es eine andere Situation. Okay. Wie lange hält die Solidarität, wenn man gleichzeitig große Nachteile davon hat? Wir haben keine Nachteile davon gehabt, von diesem ganzen Vietnamkrieg. Ja? Das ist eine Frage. Die andere, aber die wesentlich wichtigere Frage ist die, wie stellt man sich vor, dass das zu Ende gehen soll? Ja. Ist das jetzt, was ist ein realistisches Szenario? Denken wir ernsthaft daran, dass das, was Selenskyj jetzt fordert, im Gegensatz zu vor einem halben Jahr, nämlich dass die Krim zurückgegeben wird und dass alles Territorium, das vorher zur Ukraine gehört hat, von russischen Truppen verlassen wird und dann können wir verhandeln. Ist das ernsthaft so gedacht? Das glaubt doch kein Mensch mehr. Das ist doch nur mehr politische Rhetorik. Natürlich kann man mit punktuellen Erfolgen rechnen und natürlich werden diese punktuellen Erfolge ist auch wunderbar, dass das gelingt, ja, dass sie die Russen aus Cherson abziehen. Aber warum? In Cherson hätten sie eine wahnsinnig ungemütliche Position gehabt über den Winter. Da ist besser, sie gehen über den Fluss und sind dort, wo sie vorher schon waren und sich eingegraben haben. Und dort können sie ihre Position halten. Die Vorstellung, dass der Westen das alles zurückerobert mit dem, was jetzt der Westen, muss man sagen, weil die Ukraine allein könnte es ja nicht, ja, dass der Westen das alles zurückerobert mit dem, was jetzt an Waffen geliefert wird, wenn die Deutschen keine Leopard liefern, wenn die Amerikaner nicht die großen Waffen liefern, sondern alles das, was dazu zur Verteidigung nur geeignet ist. Ja, das funktioniert nicht. Das würde nur funktionieren, wenn die NATO in den Krieg eingreift und wir einen Weltkrieg haben. Den Weltkrieg will die NATO nicht entzünden, den Weltkrieg will niemand haben. Und die Frage ist also, man muss denn das, was hier passiert, von Ende her denken. Was ist realistisch, was rauskommen kann? Ich kann doch nicht sozusagen eine utopische Idee, ja, dass der Russe oder die Russen... Die Amerikaner haben sich aus Vietnam zurückgezogen. Wow. Also, viele, ja, wunderbar. Es aber ich, gibt durchaus ein Szenario, ja, aber wenn nicht einmal, wenn die amerikanische Politik sich schon spaltet in dieser Frage und der oberste General sagt, es wird auf eine diplomatische Lösung hinauslaufen müssen, weil er nicht mehr daran glaubt. Aber dass man der amerikanische oberste General kann nicht für Kiew entscheiden. Und darum geht's. Dieser Krieg und allerdings wird der für Kiew entscheiden. Wenn der Kongress die Waffen nicht mehr liefert, Josef, dann ist es vorbei. Ich darf jetzt auch ausreden. Es gibt die einzige wirkliche Lösung für diesen Krieg ist, dass in Russland es Leute gibt, die diesen Krieg nicht bereit sind, weiter zu vertreten, weiterzuführen und dass Putin weggeputscht wird. Es tut mir leid, es ist die einzige Möglichkeit. Und dann kann man auch verhandeln. Vorher nicht und die Amerikaner können verlangen, was sie wollen. Sie kämpfen nicht in der Ukraine. Es kämpft die ukrainische Armee und es kämpft der ukrainische Präsident auch um sein Überleben. Weil der Plan Putins war natürlich, Selenskyj und alle seine Leute umzubringen und ein Quisling-Regime dort einzusetzen. Die Ukraine wirklich auszulöschen. Und das ist ja auch das, was er jetzt versucht. Ist das nicht ein Krieg, der in Wirklichkeit auch andere Dimensionen hat? Nicht nur die Dimension, die territoriale Dimension, die Ukraine zu kontrollieren, sondern bei dem... Das große politische Ziel ist ein Rollback der Revolutionen von 1989. 1989 waren Freiheitsrevolutionen, demokratische Revolutionen in Europa bis nach Moskau, wo es das auch gegeben hat, selbstverständlich, beginnend mit Gorbatschow, dann zu Jelzin. Das war ein Prozess, der jetzt versucht wird, zurückgerollt zu werden. Ist das ein bisschen die
Dimension, die wir nicht übersehen, wenn wir nur jetzt über Waffenlieferungen hin oder Waffenlieferungen und her sprechen, dass hier unter Putin sich ein Revanchismus in der russischen Führung festgesetzt hat, dessen Ziel weit über jetzt bestimmte Territorien in der Ukraine hinausgeht, dessen Ziel ist das Rollback der demokratischen Revolutionen von 89, denn in der Ukraine war das ja sozusagen, was hat den Putin besonders gestört? Das war die Maidan-Bewegung, das war die Orangene Revolution vorher. Das heißt, die Mobilisierung der Basis, die freie Selbstorganisation der Menschen, die es in der Ukraine gegeben hat, ist in Russland nicht möglich war. Wie sehr wird das in der Ukraine schon auch verstanden als eine Verteidigung nicht nur des Landes, sondern auch eine Verteidigung einer Vorstellung einer freien politischen Gesellschaft, der Freiheiten? Ja, also mag sein, dass Putin Phantomschmerzen hat, die sich weder mit Judo-Übungen noch mit Botox-Spritzern lindern lassen, aber das interessiert die Ukraine nicht. Wir haben doch alle am 21. Februar in seiner Fernsehansprache laut und deutlich gehört, dass wir für ihn nicht existieren, wir dürfen existieren. Entweder werden wir ausgelöscht oder wir lassen uns zu Russen umerziehen und zugeben, dass wir alle zu Russland gehören und gerne ins Reich zurückkehren. Das ist doch sein Plan. Entweder er gibt zu, dass wir alle ein Volk sind, oder ich vernichte euch. Das heißt, für die Ukraine ist es keine Option. Es ist eine Frage des Prinzips. Es ist eine Frage der Ehre. Das sind so Sachen, die hier im Westen offenbar auf taube Ohren stoßen. Aber Europa steht auch so an einem Wendepunkt. In moralischer Hinsicht. Solche Begriffe dürfen nicht belächelt werden, weil sie fundamental sind. Das sind die fundamentalsten Werte von demokratischen Strukturen. Und die Frage ist, sind sie hier verwöhnte Opportunisten, Nutznießer von demokratischen Freiheiten, oder sie stehen für ihre Werte ein und sie stehen für diese Werte ein? Das ist die große Frage, die dieser Krieg auch hier in Europa erhoben hat. Also sie müssen sich diesen Fragen stellen, weil es geht auch nicht nur um Russland, es geht auch um China, es geht um autoritäre Strukturen und es geht um eine Zäsur in unserer Weltordnung. Entweder haben sie Eier oder sie haben keine Eier. Und diese Frage muss sich jeder stellen. Jeder, der von diesem freien Leben profitiert, jeder, vor allem junge Menschen, müssen sich diese Frage stellen. Und man kann natürlich neutral sein, aber man darf nicht gleichgültig bleiben. Sie müssen sich selbst diese Frage stellen und vielleicht auch Abschied nehmen von einer unbeschwerten, leichtfüßigen, verträumten Zeit, in der alles so easy going war. Aber wir haben wirklich russisches billiges Gas eingeatmet und die Augen vor seinem Spiel verschlossen. Und das fällt uns jetzt einfach auf die Füße. Wenn wir uns anhören, die Reden des Putin, wenn wir uns anhören, seine Weltsicht, so wird schon sehr klar, dass er sein Russland als ein totales Gegenmodell zu den liberalen Demokratien ansieht. Und das hat ja auch Konsequenzen gehabt. Russland hat rechtsextreme Organisationen in Europa unterstützt. Russland hat Donald Trump unterstützt in seinem Wahlgang gegen Hillary Clinton. Und der Donald Trump spricht ihm nach wie vor von Putin mit Bewunderung und Respekt. Also da ist offensichtlich eine Verbindung, eine inhaltliche Verbindung. Unsere Eliten haben das übersehen nach 2014, nach der Invasion der Krim. War das Blindheit, war das Ignoranz, war das einfach konservatives Denken, dass man nicht merkt, wenn es Brüche gibt in der Weltgeschichte, Josef Haslinger? Was ist die Erklärung dafür, dass
in einer Situation, wo tatsächlich einen dramatischen Bruch gegeben hat der ukrainischen Solidarität mit dem Einmarsch der russischen Truppen auf der Krim, wo man zuerst gesagt hat, das sind irgendwie grüne Männchen und die sind gar nicht russische Soldaten und. Und das ist toleriert worden. Es ist toleriert worden, dass Rechtsaußenparteien mit Sympathien in Wahlkämpfe gegangen sind hier. Was hat man übersehen, Josef Haslinger? Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil ich ja nichts. Wir sind in einer Kriegsrhetorik gefangen mittlerweile, alle. Jemand, der für Friedensverhandlungen eintritt, wird von Wolf Biermann bezeichnet als Secondhand-Kriegsverbrecher. Harald Welzer. Ja? Und das heißt, wir haben eine Rhetorik, eine Sprache entwickelt zu diesem ganzen Konflikt, die beruht nur noch auf Gegensatz, auf Hass und auf Feindbildern. Und jeder, der fragt, wie konnte es so weit kommen und dabei nicht nur den großen Feind Russland, der Putin wird ja mittlerweile zu ganz Russland, das ist ja nicht mehr nur der Putin, sondern das ist ja überall schon Russland. Und diese russischen Soldaten, die hier zwangseingezogen werden von allen möglichen Ethnien, die in Russland zu Hause sind, ja, die sind uns ja vollkommen wurscht. Sie sind Soldaten und wie immer sie dazu kommen, sie können umgebracht werden, deren Tod zählt nicht. Das ist alles Feindrhetorik, mit der wir mittlerweile zu tun haben. Das heißt, jeder, der fragt, wie konnte es so weit kommen und fragt, hat der Westen sich auch richtig verhalten? Hat Deutschland nach der Rede von Putin im Deutschen Bundestag 2001 ja, den Ball aufgenommen und tatsächlich versucht, einen konstruktiven Dialog mit Russland zu beginnen? Ja? Oder ist Deutschland in diesem konstruktiven Dialog möglicherweise von ganz anderen Interessen der NATO überfahren worden und hat sich zurückgezogen? Alle diese Fragen darf man nicht diskutieren, weil der große Feind ist Russland. Aber das ist so im Moment. Ja, wir haben also einen eingeschränkten Dialog und alles, was sozusagen die historische Entwicklung, ja, dieser Eskalation aufzuarbeiten versucht, wird als Putin-Versteher oder sonst etwas disqualifiziert. Also, ja? In der Situation. Das muss ich wirklich entschieden zurückweisen. Doch, es ist so. Putin hat zwar 2001 im Bundestag gesprochen und hat sich deklariert als großer Öffner Russlands gegenüber dem Westen, was nie gestimmt hat. Er war jener, der Russland wieder zugemacht hat gegenüber dem Westen. Krieg geführt hat in Tschetschenien, nicht? Ja, und wir dürfen eines nicht vergessen. Seine erste Erklärung als russischer Präsident, als er Jelzin nachgefolgt ist, lautete: Der Zerfall der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und das war von Anfang an sein Programm. Er hat von Anfang an die Medien in Russland mundtot gemacht, die kritischen Medien. Er hat von Anfang an alle, die ein Interesse an einer demokratischen Entwicklung hatten, entweder eingesperrt oder aus dem Land gedrängt. Und er hat von Anfang an versucht, einmal mit Erfolg und daneben ohne Erfolg, in der Ukraine ein Moskau-treues Regime zu installieren, so wie es in Weißrussland ist. Das sind die Tatsachen und darüber müssen wir reden. So hat das alles begonnen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ja. Und jetzt führt er das fort, genau so wie zu erwarten war. Er führt es mit militärischen Mitteln fort. Und das kann man ihm nicht angehen lassen, weil das betrifft jetzt die Ukraine, aber in dem Augenblick, wo die Ukraine ihm nicht statthält, wird es Georgien, Moldawien und alle anderen ehemaligen Sowjetrepubliken betreffen und irgendwann auch das Baltikum, und das Baltikum ist NATO-Mitglied. Das ist die große Gefahr. Ein Punkt, den ich Ihnen
geben würde hier, ist, dass Russland nicht Putin ist und dass es eine absolute Gefahr ist, wenn wir Russland mit dem jetzigen Regime gleichsetzen. Wir haben langfristig, mittelfristig, langfristig ist eine Veränderung in Russland wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um das zu verhindern, was hier der Professor Münkler gesagt hat, nämlich eine dauerhafte neue Weltordnung mit einer kalten Kriegssituation gegenüber Russland, so wie es, weiß nicht, zwischen Nordkorea und Südkorea zurzeit gibt. Das heißt, unsere Hoffnung sind eigentlich die Demokraten, die Kriegsdienstverweigerer in Russland. Und wenn wir darüber sprechen, dass wir reden sollen, verhandeln sollen, also sollten wir nicht vor allem an die russische Zivilgesellschaft uns wenden und die russische Zivilgesellschaft ansprechen über Medien, die wir entwickeln, über Signale, dass der Alexei Nawalny, der im Gefängnis sitzt und endlich einen Status verdient wie Nelson Mandela einst, weil er sich gegen den Krieg wendet und um gegen den Krieg zu gehen, riskiert im Gefängnis viele, viele Jahre zu bleiben. Also brauchen wir nicht, anstatt zu sagen, die Ukrainer müssen verhandeln, statt zu kämpfen, brauchen wir nicht in Wirklichkeit eine große Solidaritätsbewegung mit den Russen, den russischen Kriegsdienstverweigerern, den russischen Demonstranten, den Russen, die nicht bereit sind, diesen Kurs mitzufahren, und müssen wir nicht denen auch sozusagen eine Perspektive geben? Die Frage war, was kommt nachher? Ja, die Perspektive muss natürlich sein, den Russen, die nicht zu den Kriegstreibern gehören, zu sagen, ja, wir wissen, ihr seid unsere Nachbarn, wir wissen, Russland ist eine Kulturnation und wir wollen mit euch gute Beziehungen haben, aber dazu muss zuallererst dieser Krieg beendet werden. Diese Diskussion, dieser Zugang fehlt mir. Gibt's, wie sehr, ich meine, in der Ukraine ist natürlich Verständnis für Russen, die gegen den Krieg sind. Ich meine, Nawalny, das ist ja ganz klar. Also die Leute, die auf die Straße gegangen sind, in Moskau, in den Städten, wie die Mobilmachung war, wie wird das in der Ukraine rezipiert? Es gibt ja Verbündete für die Ukraine in Russland. Ja, also ganz ehrlich, Russland interessiert die wenigsten in der Ukraine. Ich möchte nochmal auf diese Aussage zurückkommen. Das stimmt nicht. Russland hatte mehrfach die Chance gehabt, sich in die westeuropäische Prosperität zu integrieren, die ist gescheitert. Und das ist auch einer der Gründe, warum die so erbost sind und warum sie so brutal in der Ukraine agieren. Es ist einfach so ein Selbsthass, der sich bei uns auf dem Gebiet abspielt. Sie haben das mehrfach nicht geschafft und sind gescheitert aus Gier. Es gibt mehrere Verträge und sie konnten teilnehmen am wirtschaftlichen Leben im Westen. Sie wurden aufgenommen mit offenen Armen mehrfach. Das stimmt nicht. Das ist so ein internes Märchen erzählt, um zu rechtfertigen, dass sie einfach die Loser der Geschichte sind. Sie verachten sie selbst und zerstören uns. Und das ist wirklich unfair, weil theoretisch müssen sie selbst schaden und nicht uns. Sie müssten, sie brauchen, also irgendwann, wenn alles vorbei ist, muss einer kommen oder die Elite muss kommen und sagen, so, jetzt stellen wir mal einfach eine Diagnose. Und das ist einfach so eine Art Putinismus des Großhirns. Und das wird lange dauern, bis es einen Kniefall gibt, bis es Händchenhalten gibt, so mit Helmut Kohl, mit Mitterrand. Also es wird 70 Jahre dauern, bis wir an dem Punkt sind. Also die Russen interessieren die Ukrainer jetzt am wenigsten. Und unsere Hoffnung richtet sich nicht Richtung Russland, dass es einen Putsch gibt oder dass es irgendwelche Aufstände gibt. Weil die protestieren ja jetzt, wo sie sehen, dass sie verlieren. Und das ist ähnlich wie unter Hitler. Die hätten doch mehrfach die Chance gehabt, richtig großflächig auf die Straßen zu gehen, alles zu überfluten. Die regen sich jetzt auf, weil sie merken, die verlieren auf dem Schlachtfeld. Und die Unruhen in Russland, also mit denen wird am wenigsten in der Ukraine gerechnet. Unsere Hoffnung richtet sich an unsere Streitkräfte und dass sie das Kind schaukeln, sozusagen.
ich meine, es ist natürlich für jede Gesellschaft dauert eine Absetzbewegung vom Kriegskurs der Führung dauert. Ja, das stimmt nicht von heute. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber zum Beispiel die Tatsache, dass die Kriegsdienstverweigerer, die nach Georgien gehen, nach Kasachstan gehen, auch nach Finnland und so gern möchten, dass die Schwierigkeiten haben, Visa zu bekommen, ist das nicht ein Wahnsinn? Also ich erinnere mich schon wieder auf den Vietnamkrieg zurück. Es hat zehntausende amerikanische Soldaten gegeben, die sich geweigert haben, in den Vietnamkrieg zu ziehen, nicht sterben wollten für Johnson. Die sind in Kanada mit offenen Armen empfangen worden, in Frankreich mit offenen Armen empfangen worden. Müssten wir nicht russische Kriegsdienstverweigerer, aus welchen Gründen auch immer, genau so mit offenen Armen empfangen bei uns? Natürlich, und das ist ein Skandal, dass die bei uns nicht aufgenommen werden, dass die Finnen die Grenzen zumachen und dass viele andere, also in Georgien, Kasachstan, Moldawien werden sie aufgenommen, aber bei uns nicht, und das ist skandalös. Aber es stimmt auch nicht ganz, dass kein Russe protestiert hat, als dieser Krieg begonnen wurde. Es hat große Demonstrationen gegeben. Die Leute sitzen jetzt noch immer im Gefängnis, die damals auf die Straße gegangen sind, in Russland. Aber natürlich ist das eine kleine Minderheit, weil die große Mehrheit einfach schweigt und auch Angst hat. Das ist nun mal ein totalitäres Regime, und in einem totalitären Regime hat die Mehrheit Angst, sich irgendwie zu äußern. Aber ich glaube nicht, dass dieser Krieg tatsächlich, wie uns das immer dargestellt wird, in der Mehrheit der russischen Bevölkerung seine Rechtfertigung findet. Nur nützt das alles nichts, solange die politische Elite dieses Land so im Griff hat, wie sie es im Griff hat. Und das hilft auch der Ukraine nicht. Und man kann auch von der Ukraine nicht erwarten, dass sie sich Sorgen um die Zivilgesellschaft in Russland macht, obwohl das natürlich langfristig auch im Interesse der Ukraine ist, dass eine russische Zivilgesellschaft stärker wird, die diesen autoritären Stil und diese autoritäre Gruppierung einfach nicht mehr toleriert. Nur das steht in den Sternen, wann das passieren wird. Wie gesagt, die größte Hoffnung ist, dass die Armee gegen Putin putscht im Moment, weil sie in so einem schlechten Zustand ist, wie sie schon lange ist und wir alle gewusst haben, dass sie ist. Das ist ja das Interessante an diesem Krieg. Es hat zu Beginn der Regentschaft von Putin den Tschetschenienkrieg gegeben. Und der zweite Tschetschenienkrieg, der erste schon. Tschetschenienkrieg ist der auch Jeltsin nicht Krieg genannt werden geführt. Dürfte, nebenbei gesagt. Und wo oft das Bild ist, so wie Grozny damals ausgeschaut hat, so könnte Kiew ausschauen, wenn sich die Ukrainer nicht besser werden können. So schaut Mariupol jetzt aus. So schaut Mariupol aus. Damals, du warst damals in Grozny, was hat das für einen Stellenwert gehabt? Und wie ist es zu erklären, dass heute die Tschetschenen zu den Hardlinern, die tschetschenische Führung Kadyrov, zu den Hardlinern gehört im russischen Spektrum? Die heutige tschetschenische Führung ist von Putins Gnaden, die tschetschenische Führung. Kadyrov würde sich keinen Tag halten ohne Putin. Genauso wie sich Lukaschenko keinen Tag halten würde ohne Putin. Das ist das große Problem. Und es gibt auch bei den Tschetschenen zwei Gruppen. Die einen, die vor Kadyrov unter anderem in die Ukraine geflüchtet sind und jetzt auch auf der Seite der Ukrainer kämpfen. Und es gibt die Kadyrov-Leute, die auf Seiten Russlands in diesen Krieg ziehen. Das ist eine der Ungeheuerlichkeiten dieses Krieges, dass man ein Volk, das in der Ukraine Aufnahme gefunden hat, weil zu Zeiten der beiden Tschetschenienkriege sind sehr viele Tschetschenen in die Ukraine geflüchtet und sind dort aufgenommen worden, obwohl damals die Beziehungen zu Moskau noch relativ ruhig waren. Das ist eine der weiteren Tragödien, dass da jetzt auch eine Spaltung
durch verschiedene andere Völker in der ehemaligen Sowjetunion gehen. Aber Tatsache ist, dass es immer zwei Seiten dieser Medaille gibt und dass es immer zwei verschiedene Positionen gibt. Es gibt die Tschetschenen, die auf Seiten Russlands kämpfen, weil sie einfach zu Kadyrov gehören, der auch nicht zulässt, dass es irgendeinen Widerstand gibt. Also Kadyrov regiert in Tschetschenien so sehr mit eiserner Hand, dass die vor dem Krieg geflüchtet sind, nie wieder zurückkehren konnten. Vielleicht kommen wir zurück zur Frage, was wir tun können, was wir tun sollen im Westen, unsere Regierungen tun sollen, wobei ich nicht besonders an die österreichische Regierung denke, aber schon an die deutsche Regierung, an die französische Regierung, die britische oder auch amerikanische, wo es ja eine demokratische Öffentlichkeit gibt, wo es einiges an Diskussionen gibt, auch in Amerika jetzt, die konservativen Republikaner, die bei den Wahlen nicht so toll abgeschnitten haben, vor ein paar Wochen, aber doch jetzt im Repräsentantenhaus das Sagen haben, stellen schon die Unterstützung für die Ukraine in Frage und sympathisieren nicht offen mit Russland, aber einige von ihnen schon. Und die Losung sozusagen keinen Penny und keinen Cent für die Ukraine wird von Abgeordneten, republikanischen Abgeordneten aus dem Trump-Lager aufgestellt. Meine Frage ist, in der Situation jetzt, ist es nicht uns eigentlich unser Job, die Solidarität mit der Ukraine und die Unterstützung der Ukraine mit Waffen, mit der Unterstützung von Flüchtlingen, mit politischer Solidarität in den Vordergrund zu stellen, mehr als jetzt zu sagen, die Ukrainer sollen irgendwie nachgeben, weil sie können den Krieg eh nicht gewinnen, was wir nicht wissen. Das ist eine ganz merkwürdige Rhetorik. Wenn jemand sagt, er will Friedensverhandlungen und die Antwort ist immer, wieso sollen die nachgeben? Als wäre das Friedensverhandlungen automatisch nachgeben bedeuten. Friedensverhandlungen heißt, dass man mal die Waffen schweigen lässt und an den Verhandlungstisch geht und redet. Ja, das heißt das und nichts anderes. Das heißt nicht nachgeben. Das heißt nicht, dass man die Waffen vom Feld zurückzieht und jetzt sich ungeschützt das Land öffnet, damit sie jederzeit wieder einfallen können. Das ist eine ständige Verdrehung. Und ich bin absolut für Friedensverhandlungen in dieser Situation. Selbst konservative Geister, wie ich sie nennen würde, lese ich mittlerweile in der Zeitung, gestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf Seite 1, ist plötzlich davon die Rede, dass dieser Krieg in absehbarer Zeit sicher nicht zu gewinnen ist. Und das ist sozusagen, es ist eine mehr oder weniger ein Plädoyer gewesen, Friedensgespräche aufzunehmen. Das könnte ja auch ein Zeichen sein, dass die Solidarität bröckelt. Natürlich ist das ein Zeichen, dass die Solidarität bröckelt. Das ist doch so. Und das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die Konservativen im Repräsentantenhaus die Mehrheit kriegen. Ich glaube ja nicht, dass sie Freunde von Russland sind. So sehe ich es nicht. Aber sie sind America First, ja, Anhänger. Und sie wollen sich nicht in internationalen Konflikten sozusagen die Ressourcen vergeuden. Sie wollen sich nicht, sie haben keine Ethik, die für die ganze Welt eine Gültigkeit hat, sondern sie sind America First Leute. Und wenn das passiert, wenn Amerika sich zurückzieht aus den Waffenlieferungen, dann ist die Ukraine wirklich verloren. Und insofern ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, ins Gespräch zu kommen. Und wenn jetzt das eintritt, was ich auch wiederum gelesen habe von irgendwelchen Generälen und politischen Beobachtern, die sagen, der Winter könnte eine Situation bewirken, wie sie im Ersten Weltkrieg war. Nämlich, dass die Russen sich auf der einen Seite des Flusses einziehen. Diese Front ist bitte 1000 Kilometer lang. Und da kann man schon da und dort irgendwelche punktuellen Erfolge erzielen, ja. Aber die Vorstellung, dass man eine 1000 Kilometer Front einfach verschiebt bis an die russischen Grenze, das ist zurzeit militärisch, soweit ich lese, ich bin ja kein Experte, undenkbar. Das werden die Russen mit Gewissheit nicht zulassen oder wird Putin mit Gewissheit nicht zulassen. Da,
sondern was er braucht, ist jetzt, er will Zeit gewinnen, so lese ich, um diese 300.000 zwangsrekrutierten Soldaten, also diese Teilmobilmachung, um die militärisch sozusagen zu integrieren, auszubilden und dann in der Front zu integrieren. Und der Rückzug aus Cherson hatte für ihn den Vorteil, dass er sich in einen sicheren, militärisch abgesicherten Bereich zurückziehen kann und einen Teil dieser Soldaten oder die Hälfte sogar dieser Soldaten, die in Cherson gekämpft haben, an andere Frontabschnitte schicken kann. Das ist das, was ich lese, wenn ich Zeitung lese und versuche, was die Experten sagen, zu verstehen. Und was soll es, das heißt, das Ganze wird ein Abnutzungskrieg, wo immer mehr Menschen sterben, ja, wo immer mehr Material verschlissen wird, wo immer mehr aufgerüstet wird. Am Ende werden Friedensverhandlungen stehen müssen, egal wie dieser Konflikt, am Ende werden Friedensverhandlungen stehen. Und warum kann man nicht zu dem Punkt zurückgehen, an dem man vor einem halben Jahr schon einmal war, als solche Friedensgespräche stattfanden und als man auch schon erste Lösungsansätze hatte, wie eine Zukunft aussehen könnte? Ich kann mich an keine Lösungsansätze erinnern. Na, zum Beispiel das, was im Vatikan stattfand, wissen Sie das nicht? Im Vatikan gab es hochrangige Gespräche. Aber das ist das nicht ein bisschen eine Gefahr, dass wir uns jetzt als Amateur Spitzendiplomaten. Nein, ich war ja nicht im Vatikan. Ich habe nicht als Amateur gesprochen. Oder als ich kann Amateur nur sagen, Generäle, was jetzt wo funktionieren kann. Ich meine, ich sehe nicht. Es gab Lösungsansätze, die sind im März, einen Monat nach diesem Überfall, im Gespräch gewesen. Es hat Verhandlungen gegeben, genau, über die Vermittlung und der Türkei. Und die haben vorgesehen, die haben sie nicht gebracht. Die haben keine. Ja, warum? Weil mittlerweile die russische Armee weitermarschiert ist, die russische Armee Kriegsverbrechen begangen hat und mittlerweile dann auch Selenskyj nicht mehr bereit war, eine Armee, die Kriegsverbrechen in hohem Ausmaße begeht, ja, sozusagen mit der irgendeinen Kompromiss zu schließen. Daran ist es gescheitert. Aber es wird letztlich, so leid es mir tut, der Krieg kann nicht von der Ukraine allein entschieden werden. Wenn die Ukraine allein gelassen wird, dann ist sie verloren. Ja, da sind natürlich, selbstverständlich werden die Mächte mitreden, insbesondere wird Amerika mitreden, die dafür gerade steht, dass die Ukraine in der Lage ist, überhaupt diese Front gegen Russland zu halten. Und das ist schon, das muss man sagen, doch eine besondere Konsistenz der amerikanischen Führung in dieser Auseinandersetzung, dass die Amerikaner sehr, sehr massiv die Ukraine militärisch unterstützt haben, ohne amerikanisches Training für ukrainische Soldaten, ohne amerikanische Waffen, wäre heute in Kiew eine Marionette des Putin an der Macht und Selenskyj ermordet oder geflohen. Aber die Amerikaner haben immer gleichzeitig, aus meiner Sicht doch bemerkenswert, klargemacht, sie wollen keine militärischen Aktionen, die direkt nach Russland gehen. Auch der Joe Biden nach den Kongresswahlen, wo es eine lange Pressekonferenz gegeben hat, immer wieder sehr deutlich gemacht, alles zur Verteidigung der Ukraine, aber gleichzeitig die Waffen, die auch nach Moskau zielen könnten, die auch tief in russisches Gebiet zielen könnten, die bekommt die Ukraine nicht. Und das erscheint mir doch ein beruhigendes, in einer furchtbaren Situation, beruhigendes Zeichen von Verantwortungsbewusstsein in der amerikanischen Führung, auch in der europäischen Führung. Aber ich möchte jetzt sozusagen, was wir jetzt haben, was wir jetzt in Europa haben, was ist für Sie das Wichtigste für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate, was Sie erwarten können von den Europäern, auch von den Österreichern und den Deutschen, um es der Ukraine besser möglich zu machen, durch diesen Winter zu kommen und durchzuhalten? Noch ist die Ukraine nicht verloren. Was Europa tun kann, ist, sich Putins Narrativen zu widersetzen, diese Propagandarhetorik nicht anzunehmen, uns einfach diesen Sieg gönnen, den wir auch
verdienen und die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen. Es muss sich einfach auf der mentalen Karte der Europäer und Europäerinnen etablieren, der Gedanke, dass ein kleines Land wie die Ukraine dieses super angebliche Superland Russland schlägt. Und es hat auf jeden Fall eine Gerechtigkeit und eine Logik. Die Ukrainer und Ukrainen werden mit bloßen Händen, mit Mistgabeln kämpfen bis zum letzten Mann. Das ist unser Privileg, unser Recht und unsere Pflicht, dieses Land und unser Leben, unsere Existenz zu verteidigen. Und ich möchte solche Lüftchen um mich nicht wehen lassen. Ja, die Ukrainer, die Amerikaner ausgestiegen sind. Wir haben auf jeden Fall immer noch genügend Waffen und wir haben immer noch genügend Feuer und wir haben immer noch die Bereitschaft, weiter zu kämpfen. Und es geht im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob Sie es noch irgendwie gemerkt haben, aber es geht, Herr Haslinger, es geht wirklich um den Versuch. Es ist ähnlich wie mit dem Klimawandel. Vielleicht werden wir am Ende verbrennen. Wir werden sicherlich am Ende verbrennen, das Planet. Aber es geht um den Versuch. Ich würde immer noch ein Bäumchen pflanzen. Es geht um die Geste. Die Europäer stehen an so einem Zeitpunkt, in dem sie der Welt zeigen können. Der Welt, die in Ungerechtigkeit lebt. Ob sie als Hoffnungsschimmer dastehen, als Beispiel vorangehen oder wirklich von der Weltbühne verschwinden als traurige, lächerliche Opportunisten. Und das ist die große Frage und die gilt für jeden zu beantworten. Ich hoffe, dass wir sie mit Ja beantworten. Ja, wir sind bereit zu gucken in der Hose, ob wir noch diese Eier haben oder nicht. Die Frage der Solidarität ist wahrscheinlich wirklich die zentrale Frage, die auch politisch die nächsten Wochen und die nächsten Monate prägend sein wird. Welche Art von Solidarität können wir praktisch umsetzen? Welche Art von Solidarität trägt, mit welcher Art von Solidarität trägt Europa den nationalen Widerstandskampf der Ukraine gegen diesen imperialistischen Krieg mit? Wie viele Solidarität kann von uns kommen in Europa, in Amerika und in der westlichen Welt? Meine Damen, Josef Haslinger, vielen Dank für diese durchaus kontroversielle Diskussion, die aber, glaube ich, wichtige Blickrichtungen aufgemacht hat, ermöglicht hat und eine vielfältige Sicht auf eine der schwierigsten Situationen der Weltgeschichte in Europa geboten hat. Ich darf mich verabschieden. Alles Gute aus der Buchwien. Die Damen, die mit Haslinger diskutiert haben, waren natürlich die ukrainische Schriftstellerin Mariana Gaponenko und die Journalistin Susanne Scholl. Die Diskussion über den Ukraine-Krieg und seine Folgen fand am 23.11. auf der Buch Wien im Wiener Messegelände statt. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Berichte und Analysen zum Ukraine-Krieg finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie auf dem Laufenden. Wenn Sie zu Weihnachten jemanden für das ganze Jahr eine Freude machen wollen, ist ein Geschenksabo richtiggehend ideal. Für Geschenksabos gibt es eine eigene Internetadresse, die da lautet faltershop.at/Weihnachtsabos. Sonstige Abo-Informationen finden Sie unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung.